Hallo und herzlich willkommen bei MyProjects TV. In diesem Video habe ich den Radiosender aus letztem Video einmal verbessert. Die Reichweite war ja im Video nicht ganz so groß bei den Tests, aber jetzt sieht das Ganze sehr vielversprechend aus. Der Sender sollte ja bis zu 1 Kilometer oder mehr reichen und mit den Veränderungen sieht das schon sehr vielversprechend aus und ich werde einen Reichweitentest machen. Das hier ist der Sender, den ich in dem Video gebaut habe. Und der wird ja mit einem Potentiometer angestellt über die Kapazitätsdiode, was ich im Video gezeigt habe. Das ist natürlich super einfach. Man kann ihn super toll hier einfach mit dem Potentiometer einstellen. Allerdings hat das dafür gesorgt, dass die Frequenz relativ instabil ist und sonst irgendwo hingeht, je nach Temperatur oder sonst irgendwelchen Umweltbedingungen. Und dieser Sender hat jetzt einen Trimmerkondensator. Und der ist viel stabiler. Der Prototyp hatte ja auch einen Trimmerkondensator. Und jetzt bleibt der auf der Frequenz wirklich stehen und verändert sich nicht so stark. Hier sieht man einmal den Trimmerkondensator. Der wird einfach zwischen Kollektor und Plus gelötet, neben der Spule. Und damit ist dann der Schwingkreis komplett. Und wir können die Frequenz mit einem Schraubendreher hier einstellen. Bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich ja gezeigt, wie man das mit der Kapazitätsdiode macht. Und da fallen jetzt einige Sachen weg, wenn man nur den Trimmerkondensator verwenden möchte. Das Potentiometer fällt natürlich weg. Dann geht von dem Potentiometer hier ein Widerstand. Und das Pad, das braucht man auch nicht. Den Widerstand, der fällt weg. Dann ist hier die Kapazitätsdiode. Und auf ein anderes Pad, das Pad fällt auch weg. Und dieser 1 nF-Kondensator, der fällt auch weg. Und dann bleibt nur noch halt die Spalte hier übrig, dieses Stück, wo man dann einfach den Trimmerkondensator dran schaltet, wie schon gesagt, zwischen Kollektor und Plus. Und so kann man dann einfach den Sender mit einem Trimmerkondensator ausstatten. Was ich dann auch noch verändert habe, ist, im Schaltplan steht ja als Audiostufe BC548, beziehungsweise BC547 sollte auch gehen. Und bei dem Oszillator und bei dem Verstärker BC547C, die habe ich aber ersetzt durch 2N3904 Transistoren. Die sollen besser sein bei höherer Frequenz und die habe ich da einfach ersetzt. Die werden andersrum reingelötet, da ist die Pinbelegung andersrum. Hier sieht man ja, die flache Seite geht nach da und hier geht die flache Seite nach da. Das ist dann Kollektor Basis Emitter. Ich habe nochmal nachgeguckt und der 2N3904 und der BC547C, die haben beide die gleiche Transitfrequenz. Also ich weiß nicht, ob die erhöhte Reichweite am Transistor liegt. Alles andere bleibt komplett gleich. Ich habe ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht, wie man den baut. Und die kann man so einfach befolgen und die Veränderungen vornehmen, wenn man diese höhere Reichweite haben möchte und das mit dem Trimmerkondensator so einstellen möchte. Andernfalls kann man das auch mit der Kapazitätsdiode machen. Er ist dann einfach nur ein bisschen instabiler. Ich glaube nicht, dass sich das auf die Reichweite auswirkt. Alles klar, ich habe den Sender jetzt hier auf diese Box gestellt. Das ist nicht ganz so optimal. Normalerweise sollte man den Sender möglichst hoch vom Boden weg. Aber ich teste ihn einfach mal so auf diesem Feld. Ich habe hier 420 Meter Platz, um da hinten hinzugehen. Und hinter diesen Bäumen ist auch nochmal Feld. Aber mal gucken, ob der Sender so weit geht und durch die Bäume auch geht. Alles klar, der Sender läuft. Kann man, glaube ich, hören. Und ich gehe einfach mal in die Richtung und guck, wie weit der geht. Ah, da ist ein anderer Radiosender. Okay, das hasse ich. Da ist irgendein anderer Radiosender. Dann wird das einfach übertönt, obwohl ich den Sender auf eine Frequenz eingestellt habe, die eigentlich leer sein sollte. Alles klar, das sieht ganz gut aus. Ich bin jetzt schon, bin ungefähr so weit weg wie gerade eben, als das überspielt wurde von einem anderen Sender. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter und gucke, wie weit ich komme.
Noch habe ich besten Empfang. Ah, das ist komisch. Hier hört er sich ein bisschen schlechter an. Wobei. Oh. Aha. Ja, der verrutscht in der Frequenz wieder. Dadurch, dass irgendwie Wind weht und den abkühlt und aufwärmt durch die Sonne, für ich ist auch Sonne da hinten hingekommen, dann verrutscht er in der Frequenz. Also so auf Temperaturänderungen ist er wahrscheinlich nicht so. Na blöd, er ist noch da. Aber das Signal ist nicht so toll. Geh mal rückwärts. Wobei jetzt. Wobei geht's jetzt? Ah. Nee, da ist ein. Oh, ja, die Kamera stört wieder dazwischen am, wenn ich das Radio nähere. Ah, das ist ein Knistern. Vielleicht weit weg von der Kamera halten, dass das geht. Ah, wird schwächer. Beziehungsweise die Frequenz könnte sich auch verstellen. Weil jetzt ist zum Beispiel hier keine Sonne. Da hinten ist Sonne. Ah. Okay, das ist blöd. Der verschiebt sich so in Richtung 108 MHz. Und ich bin jetzt an der Grenze hier der Skala. Und jetzt hört er sich nicht so toll an, weil er wahrscheinlich jetzt bei 108, irgendwas ist. Und ich nicht weiter kann. Jetzt hört er sich natürlich blöd an. Okay, das klappt irgendwie nicht. Ich teste nochmal von drinnen. Drinnen scheint das kein Problem zu sein. Da bleibt die Frequenz. Da, wo sie ist, also muss irgendwie durch Wind, Temperaturschwankungen oder Sonne irgendwie, wobei Sonne kommt da kaum hin, aber irgendwie muss da die Frequenz sich verstellen. Wahrscheinlich durch Wind, der drüber geht und abkühlt und wieder aufwärmt und was auch immer. Okay, ich habe den Sender nochmal neu eingestellt und bin jetzt schon ziemlich weit gekommen. Ich habe noch ziemlich gutes Signal. Man kann das hören. Und ja, man muss den Sender ziemlich genau einstellen. Aber momentan habe ich noch ziemlich gutes Signal. Ich glaube, so weit hat es noch kein Sender geschafft. Und das ist jetzt hier durch die Bäume durch. Also das ist schon ziemlich gut. Mal sehen, ob er noch weitergeht. Okay, der Sender schafft es echt weit. Also der sendet hier durch die Bäume da durch. Durch mein Gebäude, aus dem ich sende, und durch die Bäume und durch die Bäume da vorne. Und ich habe immer noch ziemlich gutes Signal. Es schwächelt mal ab und zu mal, wenn ich jetzt. Es sind auch Metall, wieder irgendwelche Metallsachen im Weg. Aber wenn ich jetzt weitergehe, ja, dann schwächelt es ein bisschen. Ich hoffe, man hört's, aber ich kann es immer noch empfangen, wobei es ein bisschen schwächelt. Und sobald ich an die Kamera dran komme, geht's weg. Aber ich hoffe, man kann das jetzt so hören. Man kann es noch empfangen, aber es fängt an zu schwächeln. Und ich bin jetzt hier auch noch hinter der Hecke und alles. Und da kann man sich schon denken, dass es anfängt zu schwächeln. Mal gucken, wie weit ich noch in die Richtung gehen kann. Das ist schon echt krass. Also das sind bestimmt ein paar hundert Meter. Ich muss mal auf Google Maps nachmessen. Das sind bestimmt ein paar hundert Meter durch Bäume und was nicht sonst noch alles. Ich bin wieder zurückgegangen, aber man kann hören. Ich kann ihn sogar hier empfangen. Vor allem bleibt die Frequenz stabil. Das meine ich, dass die Frequenz auf dem Feld irgendwie sich verändert, aber wenn ich die im Haus in einem Raum stehen habe, den Sender, dann bleibt die Frequenz ziemlich exakt da, wo sie eingestellt wurde. Also, das liegt irgendwie daran, dass draußen irgendwie Temperaturänderungen sind oder sowas. Okay, was ich hier nur noch machen würde, ist dieses Gedöns aus Aluminiumfolie und Klebeband durch Leiterplatten zu ersetzen, dass ich hier Leiterplatten hinmache und für die Antenne im 90 Grad Winkel so ein Gegengewicht auf Masse löte, und das soll auch nochmal was bringen. Also quasi für die Antenne nochmal so ein Drahtstück als Gegengewicht. Alles klar, ich habe hier den Sender jetzt einmal abgeschirmt. Das sind jetzt nur zwei Platinen, die ich ja einfach dran gelötet habe. Und eigentlich sollte man jetzt komplett drumherum so eine Wand bauen und dann einfach
obendrauf noch, dass alles eingeschlossen ist. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, da will ich die ganzen Platinen hier nicht dafür verwenden. Da muss ich mal gucken, ob ich was anderes mache. Dann habe ich hier den ein Stück Kupferdraht oder Stab. Ist ein Kupferstab dran gemacht. Und der dient als Gegengewicht für die Antenne. Und das sollte auch nochmal die Reichweite vergrößern. Was ich auch noch zeigen wollte, ist dieses HF-Meter. Das habe ich aus dem Voltmeter gebaut. Und das funktioniert viel besser als der HF-Detektor, den ich im Video verwendet habe, als ich das gebaut habe. Und der ist viel besser, um die Antenne abzustimmen. Und man kann sehen, wenn ich hier mit der Hand dran gehe, dann geht es auch runter. Aber man kann ihn bis zu ungefähr 5 Volt hier abstimmen und dann hat er die maximale Sendeleistung. Das geht viel einfacher. Da mache ich aber noch mal ein separates Video drüber. Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, der kann gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.